Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Da rutscht mir gleich die Cam weg. Moin! Bei einer neuen Folge Gascool Geheimprojekt mit dem lieben Yannick und natürlich der Martin ist auch mit dabei. Unglaublich, dieser Kerl. So. Warte, jetzt muss er umschwenken. Jetzt müsst ihr es eigentlich. Ach ne, gut, stellt das nachher um, wenn ihr unterwegs seid. Da teste ich schon mal ein bisschen rum. Alter, was ist denn das für ein Feld? Oh, das ist ein bisschen was. Oh. Ein kleines Feld. Naja, für den Hexler ist das nicht klein. Du hast ja auch ein kleines Gebiss gekauft. Ja, das stimmt allerdings. Warte mal, ich guck mal, der Hexler. Warum habt ihr eigentlich immer was zu nörgeln oder kommt ihr das nur so vor? Warum mal? Also ich sag mal so, der Hexler hätte bestimmt 7,5 Meter gepackt. Ah. Haben wir vielleicht was im Angebot? So, was weiß ich, als Gebrauchtmaschine? Nee. Nicht. Schade. Du kaufst dir einen niegelnagelneuen Fendt Katana und redest davon, das Schneidwerk, das Gebiss als Gebrauchtmaschine. Ja, man muss ja sparen. Da passt irgendwas nicht zusammen, Ex. Man muss doch sparen. Nicht? Da wollte ich jetzt einmal sparsam sein. Dann ist es auch verkehrt. Das wäre wie wenn ich mir einen 8R kaufe und einen 3 Meter Grubber, weil es für einen Grubber nicht mehr gereicht hat. Ja. Mach ihn halt so, ne? Ja, gut, bis schnappt er ja auch recht. Irgendwo. Stimmt schon. Ja gut, also gibt's bei den, also was hast du gesagt, 7 Meter hätte er schon geschafft? Ja, 7,5 Meter schafft er eigentlich ohne Probleme, 9 Meter würde man wahrscheinlich so 8 km/h beim Hexenfahren. Okay. Und wenn man da die Fläche ausrechnet, ist man aber trotzdem noch schneller mit dem 9 Meter mit 8 km/h als mit einem 7,5 Meter mit 10 km/h. Schau an. Ja, der ist voll? Nee. Ja? Ja gut, dann sollten wir uns vielleicht ein neues Schneidwerk dazulegen. 98, 99, 100. Also Mensch, also ich bin begeistert, wie er das macht mit der Achselkette. Ich brauche ja gar nicht anhalten, Mensch. Ist ja Wahnsinn. Sag mal, Janik, kannst du eigentlich vorne an die 3-Punkt-Aufhängung vielleicht ein neues Schneidwerk dran? Ah, oh, verdammt. Mist, Yannick, wir brauchen noch einen. Wir haben ja für die Fälle des Falles, wenn ich hier irgendwas vergeige, die Fahrzeuge abbringt. Nee, Spaß, alles gut. Tauschen wir dann später. Ja. Aber ich finde halt auch hier, wie der vorne reinzieht, das ist schon geil. Das ist schon geil gemacht. Ja, jüdische Marines, ne, ihr seht, ne, Maishäckseln steht natürlich. Erstmal an oberster Stelle, wir haben ein großes Silo, wo etliches reinpasst. Na, und ich denke mal, ja gut, ganz voll wird es nicht werden. Bezweifle ich, oder? Was meint ihr? Das wird voll. Ja. Denkt ihr schon ordentlich, ja. Denkt ihr, wir bekommen das Ding voll? Also ich denke schon, dass das wird gut gefüllt sein. Okay. Bin schon mal gespannt, hey. Da bin ich echt mal gespannt, ob man das voll bekommt. Der Stroke Flow hat abonniert mit Prime. Vielen, vielen Dank, mein Junge. Dafür gibt's für dich das Herz, was von Herzen kommt. Dankeschön. Danke. Ey, das war ja der Super-GAU, wenn wir das Silo voll bekommen. Weil da haben wir ja mit Silage dann erstmal gut ausgesorgt. Gerade auch bei den Kühen. Aber sagt mal, ihr kennt doch auch, wenn wir jetzt hier im Baumini drin sind, ne, bei den Zäunen. Das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Bei den Zäunen. Kennt ihr doch auch, wenn du da so beide abstecken willst, ne? Mhm. Das kannst du aber jetzt nicht verbinden, also mit Kühen oder so, ne? Das funktioniert nicht. Nein, das geht nicht. Da jetzt mal eine Frage. Vielleicht ist jemand im Chat mit dabei, vielleicht aber auch bei den YouTuberinos, die das Ganze sehen. Wenn ein guter Modder da ist,
Frage. Voll. Warte. Ist es machbar? So, pass auf, mach erstmal aus. Frage. Ist es machbar, einen Mod für die Tiere zu machen, wo man sich die Weide selbst abstecken kann? Wenn ja, dann bitte mal bei mir melden oder das Ganze gleich modden und mir Bescheid geben. Oh. Melle, der Mais ist halt, ja, wir waren halt ein bisschen spät dran, deswegen häckseln wir den Mais jetzt erst. Ne, wir können ja mal einen Tino fragen, ob wir den dreschen können. Ja. Okay, vorher fahren wir nach dem Sonnenblumen. Ja. Wäre eine Maßnahme. Ja, aber das würde ich richtig geil finden, wenn man sich die Weide bei den Kühen selber abstecken könnte. Weil da kannst du dir eine Grasfläche nehmen und dann kannst du ja erstmal die Weide abstecken. Ja, Fan, vielleicht mit ein paar Abstrichen, aber es wäre schon geil. So, wo ist denn jetzt hier das 90 Grad? Hier, Rasterbahn alle 90 Grad. Ist das das, was du meinst, Yannick? Ja, aber der setzt die halt eben nur auf 90 Grad von dem, was er vorher auch hat. Ach so. Also der richtet sich generell nicht nach dem Feld aus. Ach so. Glaube ich. Ne, wir probieren das mal. Warte mal, da stand doch gerade noch was. Schön eher hier? Ne. Warte mal, hier ist dann noch was. Rastersteuerung 15. Genau, ich denke, die Rastersteuerung selber, die müsstest du dann je nach Feldrichtung einstellen. Ah, okay. Okay. Das STRG und Pfeiltasten kannst du das anpassen. Ach, mit STRG und Pfeiltasten, echt? Ja, hoch, also wenn du Pfeiltaste hoch, runter kannst du Gradzahl verändern und mit rechts und links kannst du es nach rechts und links verschieben. Wo ist das jetzt? Das warst du, ja. Alter! Ich wusste gar nicht, okay, dass ich stehe. Also Excel hat einen Hotkey auf Steuerung und Pfeiltasten, gut. Scheiße, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Es tut mir leid, meine Lieben, wer jetzt genauso erschrocken ist wie ich, sorry. Mach nochmal. Nee, ich weiß nicht, wo es war. Ach, der rechte war's. Der rechte. Huch. Okay. Also, ihr habt gesehen, die Jäger sind auch mit am Start. Ja. Ein Geballer hier, das kannst du dir nicht vorstellen. Excel stellt sein GPS ein. Denkst du, bist du in der Schießerei hier? Mensch, du. Aktionskontrolle bremst einzelne Räder, wenn sie durchdreht. Okay. Allradantrieb, manuelle Steuerung des Allradantriebs in der vorderen und hinteren Differentialsperre. Alter, was es hier nicht alles gibt. Was haben wir noch? Arbeitsbreite passt ja soweit. Freies Lenken, Lenkgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt die adaptive Lenkung, das ist das, was du vorhin sagtest, Martin, ne? Welche? Bei der Lenkung. Kann man ja hier auch einstellen. Rückstellgeschwindigkeit. Ich glaube, ja. Die adaptive Lenkung dabei ist dafür da, je schneller du fährst, desto langsamer lenkst du. Okay. Ja, hallo Tino, mitten in der Aufnahme, platz da rein mit dem Spruch. Ist schon wieder weg. Was? Ist schon wieder weg, ja. Unglaublich. Warte kurz. Du musst mal hochziehen. Du fragst nach Sonnenblumen. Ja, also. Tino? Ja. Sag mal, kann man Sonnenblumen eigentlich streichen? Nein. Okay. Unglaublich. So, gut, weiter geht's. Nein! Er hat's gemerkt! So kurz vor knapp. Unglaublich. Aber krass, was man da so einstellen kann. Okay, aber den Schuss auf der rechten Pfeiltaste, den muss ich wegnehmen. Den muss ich wegnehmen. So.
Gut, machen wir noch eine Runde runter. Das passt dann ganz gut. Wenn hier nämlich zwei Runden rum sind, oder wollen wir drei Runden fahren? Eigentlich drei Runden, da kann ich dann immer komplett auf Feld wenden. Das Schneidwerk ist halt ein bisschen clean, deswegen müssen wir drei Runden fahren. Müssen wir halt doch noch mal investieren. Ach Mann, ist gut. Und ich weiß genau, was Yannick jetzt wieder denkt, ne? Hättest du mal mich machen lassen, so nach dem Motto, hättest du mal auf mich gehört? Ach Quatsch, da, sowas denke ich doch nicht. Nicht. Nein. Warum als Quatsch, Mensch? Ich hab mal Leute. Pharmafend, gib einfach mal VCA LS22 bei Google ein, da wird ihm geholfen. Und da kannst du dir das runterladen. Einfach mal VCA LS22 bei Google eingeben. Und da kommt er dann auch auf die Seite. Ist am einfachsten erklärt. Na, Google bedienen kann jeder, meine Lieben. Das funzt soweit. Und da passt das ganz gut ins Geschehen. So. Ja. Jetzt haben wir ein Hubkonzert hier, oder was? Ah. Klar, das spielen wir in der Weihnachtsmusik, ey. Das ist nicht Worte zu fassen. Ich frage mich, warum meine Musik heute so leise ist. Das ist so ein bisschen nervig. Ärgert mich. Ich brauche Musik auf der Maschine. Wie ist das bei dir, Martin? Was? Musik auf der Maschine, laut oder leise? Kommt drauf an. Also wenn ich auf der Straße fahre, habe ich sie eher leise. Gerade wegen Krankenwagen oder so, dass ich die höre. Sehr vorbildlich, ja. Aber auf dem Feld habe ich das, je nachdem, also wenn ich den Wald hinten habe, die klappert ja schon relativ doll, da habe ich das schon sehr laute Musik. Okay. Aber ansonsten eigentlich so ein gesundes Mittelmaß. Okay. Gut, muss auch dazu sagen, beim John Deere mit knapp 600 Watt Soundanlage, das scheppert schon ordentlich. Das ist natürlich, ne? Also wahrscheinlich, ja. Brauchst du keine Bassbox reinbauen? Ja. Das war beim Teddy damals anders. Da musste man ein bisschen nachrüsten, dass man was verstanden hat, weil der Teddy hat meistens so laut geklappert. Um das Klappern zu übertönen, haben wir uns sowas einfallen lassen. Haben wir halt ein paar Boxen mehr nachträglich eingebaut. War ganz lustig. Und laut. Zimso Matze, servus und hallo. Ja, Missiliermittel. Okay, Yannick. Nein, ich hol's nicht. Martin? Nein. Wir müssen uns merken. Ich war ja noch nicht mal fertig mit dem Satz, ne? Aber wir sind alle Bilder schon erstmal nein. So, wir müssen uns merken, wenn wir das nächste Mal weiterhäckseln, brauchen wir Siliermittel. Das ist auch ganz gut, weil da fahren wir einfach mal an den Händler. A, können wir uns da das Siliermittel holen und B, können wir das Schneidwerk abändern. Ich habe eine bessere Idee. Auf die Idee bin ich gespannt. Wir verkaufen den Häcksler und das Schneidwerk, kaufen uns einen neuen und einen Schneidwerk und dann müssen wir nicht zum Händler fahren. Ich mag aber den Fendt. Aber Martin, du bist nächste Woche Mittwoch, bist du da, ne? Ja. Das ist gut. Ja, ich suche schon mal einen vernünftigen Drehschemel raus. Das ist noch besser. So, denn, Chat, ich habe 99. Es und YouTube Arenas, ihr kommt noch in den Genuss. Ihr werdet noch sehen, wie der Martin hier einen Drehschemel rückwärts schiebt. Bin gespannt. Siliermittel ist überbewertet, bringt nur 5% mehr. Aber gut, 5% sind 5%, ne? Aha. Wir kriegen das Silo sowieso voll. Ja, aber das gute Zeug stand oben drauf. Vielleicht jemand durchgerührt, ne? So wie früher mit dem Knoll. Und da haben wir es gut verteilt. Aber, mein Lieben, YouTuberinos, schreibt natürlich wie immer gerne in die Kommentare, ne, was ihr so von der Konstellation jetzt haltet hier. Ne, wir sind natürlich ne, unser Betriebsleiter, der Yannick. Dann der erste Vorarbeiter, der Martin. Ja, und ich, auch mit dabei. Und
Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis dahin, tschüss und ciao. Tschüss.